Sogar Majestäten waren gekommen und mehr oder weniger der ganze Ort. Ein Jahr nach dem 75-Jährigen gastierte die Lotto-Elf in der blau-weißen Arena, wie die Mülheimer den Platz nennen. Für Gäste wie Guido Kanz eine weitere neue Station unterwegs für gute Zwecke. Ich kenne Mülheim am Main, da ist in Hessen, da wohnen meine Schwiegereltern. Ich kenne natürlich Mülheim an der Ruhr und jetzt kenne ich Mülheim an der Mosel. Und ich habe noch nie, das ist mein Vater, noch nie einen Fußballplatz gehabt, wo man auf Weinberge schauen kann, großartig. Vor dem Spiel wurde getanzt. Dafür zeichnet sich Nika Krosniewosch verantwortlich, die erst wenige Stunden vorher die Kids vor Ort kennengelernt hatte und in Windeseile zu einer sehenswerten Performance coachte. Das gehört zum Lotto-Elf-Paket. Außergewöhnlich war dieses Mal eine Ehrung, denn der ehemalige Vorsitzende und Tausendsasser Wolfgang Thiel erhielt vom Fußballverband im eigenen Reich den wohlverdienten DFB-Ehrenamtspreis. Ich habe den Verein jetzt, wie gesagt, vor 4 Wochen übergeben an meinen Nachfolger. Und der kann das 1:1 weiterführen. Die sind alle zusammengeblieben. Ich mache jetzt mal ein bisschen weniger, das heißt aber nicht, dass ich mich jetzt komplett rausziehe. Ich werde dann noch ein bisschen Getränke einkaufen, noch ein bisschen Platzwart machen. Alle so diese üblichen Sachen, wo man macht, wenn man ein bisschen älter wird. Sein Nachfolger Ingo Zimmermann führte die heimische Ü40-Auswahl als Abwehrchef an. Und siehe da, die Spielvereinigung Mülheim-Brauneberg, verstärkt durch Ex-Spieler des Vereins, hielt lange, überraschend lange, die Null. Umso ärgerlicher dann die Entstehung des ersten Gegentores nach knapp 20 Minuten. Alexander Bugera lässt sich nicht zweimal bitten. Der Dauerdruck der Ex-Profis zu groß. Das provozierte dicke Patzer, wie diese Kopfballvorlage für Jan Sievert. Es stand kurz vor der Pause 3:0 für die Favoriten. Bis auch die Gäste für einen Fauxpas bestraft wurden. Daniel Willems aus großer Distanz, zielsicher und erfolgreich. Der perfekte Zeitpunkt, um die Stimmung steigen zu lassen. Denn in der Pause stand die Schecküberreichung an. 30.000 Euro wurden eingespielt. Eine Wahnsinnssumme, mit der Annas Verein viel Gutes für krebskranke Kinder und deren Angehörige im Großraum Trier tun kann. Anna hat uns heute schon das wunderschöne Wetter beschert und Anna ist ja schon 20 Jahre tot, Entschuldigung. Und ich glaube, Anna ist stolz auf uns alle, dass wir das machen und auf alle Menschen, die hier mitmachen. Also Anna ist irgendwo und ist unheimlich stolz darauf. Der perfekte Abend fand am Ball seine Fortsetzung. Nico Bungert traf gleich zweimal im zweiten Akt, der geprägt war von tollen Szenen. Zum Beispiel als der 70-jährige Manni Kaltz mit dem Außenriss Keeper Greveling testete, der aber dann doch 5-mal machtlos war. Michael Turk als Vorbereiter, Jan Sievert als Vollstrecker. Aber auch die Platzherren mit ein paar guten Offensivszenen. Nur Lotto-Elf-Keeper Peter Auer war nicht zu bezwingen. Die einzige Frau auf dem Feld, Carolina Kohr, netzte auch noch. Wie immer, wenn sie für die Lotto-Elf aufläuft. Auch der dritte Auftritt im Jubiläumsjahr, ein filmreifer. Wenn man das heute sieht, wie viele Leute sich hier engagieren für einen guten Zweck, da ist ja jeder Kilometer, den man fährt, richtig und gut investiert. Macht riesen Spaß mit den Jungs und wir tun was Gutes und besser geht nicht. Nach 80 Minuten stand es 8:1 und alle, wirklich alle, waren zufrieden. Da geht mir immer das Herz auf, wenn man so viele Menschen mit auf Annas Weg bekommt, die uns unterstützen, die uns begleiten, dann ist das schon eine große, ganz große Herzenssache. Und deswegen ist Anna mit ihrem Annas-Verein, wird sie nie vergessen werden. Dafür sorgen ihre Eltern und weitere Vereinsmitglieder. Anna wollte das genau so. Danke allen Beteiligten.